Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen zu deiner Legung. Wie geht's bei dir beruflich und finanziell weiter? Ich habe hier wundervolle neue Orakelkarten, mit denen werden wir eine Überschrift für dich ermischen. Mit dem Tarot hier werde ich schauen, um was es bei dir geht, und du wirst hier nochmal beruflich Impulskarten, Impulsmessages bekommen. Ich bin mal gespannt, wie ihr diese Legung findet. Sie ist mir die Nacht erschienen. Das bedingt auch durch die Legung, die ich bis jetzt gemacht habe, egal ob jetzt hier bei YouTube oder auch im Bereich der persönlichen Legung. Beruf und Finanzen ist ein ganz großes Thema bei ganz vielen im Moment. Und ich möchte euch gerne dahingehend abholen, weil ich euch gerne Impulse mitgeben möchte. Also wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich. Wenn nicht, schaust du dir bitte gerne Mond, Venus oder Aszendentzeichen an, lieber Krebs. Und du hast aber auch die Möglichkeit, dir eine persönliche Legung bei mir zu buchen. Und dann können wir gerne zusammen mal schauen, was bei dir Thema ist, okay? Welche Karten ich genau verwende, lieber Krebs, das wirst du unten in der Infobox nachlesen können, genauso wie du mich erreichen kannst. Das steht alles unten in der Infobox, okay? So, und wir werden jetzt mal die Karten mischen. Und dann schauen wir mal. So, um was geht es bei den Krebsen im Beruf und in den Finanzen, bitte? Na, hier fallen sie aber. Moment, die weg. Wir nehmen nur die, die umgefallen sind. Das sind diese beiden. So, und eine möchte ich dann aber bitte noch. Na, wunderbar. Musste ein bisschen schmummeln. Ich bin immer so neugierig, meine lieben Krebse. Ja, das hat der Zwilling so an sich. So, meine Lieben, was haben wir denn hier? Ich lese hier über den Kopf. Also bitte, wenn ich mal etwas stocke, dann seht es mir nach. Aber ihr seht es so und ich muss immer über den Kopf gucken. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen uns nicht unterkriegen. Also, Arbeiter, Arbeiterin. Du bist in einem Tätigkeitsbereich tätig, wo du ein Arbeiter oder eine Arbeiterin bist. Ja, es kann zum Beispiel sein auf dem Bau. Oder auch eine andere Möglichkeit. Du hast es hier mit schlechtem Gehalt zu tun. Okay. Kündigung ist ein Thema. Okay. Was haben wir hier? Wohnordner. Okay. Also, eine Möglichkeit. Denkt immer daran, es gibt mehrere Möglichkeiten und ich versuche euch hier so gut wie es geht abzuholen. Also, wir haben es hier zu tun mit dir, dass du in einem Arbeiter, in einem Angestelltenverhältnis eines Arbeiters bist, ja? So, du aber im Moment ein schlechtes Gehalt bekommst und hier du die Tendenzen dazu hast, dass du hier eine Kündigung erhältst. Bis hierhin mache ich mal einen Cut, ja? Weil ich möchte euch erklären, wenn ihr hier eine Kündigung bekommt, generell eine Kündigung in eurem Bereich der Arbeit, dann ist es nicht nur, dass ihr kein Geld mehr bekommt, das ist die eine Situation, das ist meistens immer das Mangeldenken, was man zuerst hat. Oh Gott, was soll man machen, wenn man hat die und die Ausgaben und, und. Da machen wir jetzt mal einen Stopp. Eine Kündigung, meine Lieben, ist immer natürlich ein Ende für eine neue Chance. Ja, das heißt, die lichtvolle geistige Welt, die sieht dich hier nicht im Angestelltenverhältnis mit einem schlechten Gehalt. Weil du hast das Geburtsrecht, glücklich zu sein. Was heißt es? Eine Kündigung kann auch hier ein Geschenk sein, wenn du keine Entscheidung triffst und sagst, naja, dann ist es halt so, lieber schlechtes Gehalt als gar keine Arbeit. Und auf einmal kommt hier die Kündigung ins Haus geflattert, dann kann es sehr gut sein, dass du erstmal in so einem gesunden Schockzustand bist, aber und da
Ganz wichtig, aber eine Kündigung kann hier auch für dich eine neue Chance sein. Zum Beispiel, dass du hier in einer Nähe deines Wohnortes eine neue Arbeit bekommst. Oder dass die Kündigung dieses Angestelltenverhältnis in deiner Nähe war, deines Wohnortes. Was du daraus machst, liegt natürlich immer frei in deiner Entscheidung. Ja? Siehe diese Kündigung, die dir hier ins Haus geflattert kommen kann, als Neubeginn für zum Beispiel ein besseres Gehalt, eine bessere Tätigkeit. Ja, die hier mehr gewertschätzt wird. Wir gucken uns das Ganze mal an mit dem Tarot, lieber Krebs, was hier bei dir Thema ist. Also ich sehe das, was hier ist, sehe ich als Chance, definitiv. So, wir haben hier die Zwei der Stäbe. Die Zwei der Stäbe mit der Arbeiterkarte sagt letztendlich, dass du dir diesen Zustand, den du hier hast, du guckst dir den schon eine ganze Weile an. Also du weißt auch, dass dir das letztendlich nicht passt. Wenn du zum Beispiel erwacht bist, dann weißt du, dass du mehr Potenzial hast, wie das, was du hier lebst. Also das heißt, wenn du dir hier die Frage gestellt hast, wozu bin ich denn inkarniert, wozu bin ich denn hier auf die Erde gekommen, aber doch nicht, um hier jeden Tag morgens um 6 aufzustehen, um 7 anzufangen zu arbeiten, schlechtes Gehalt kriegst und, das ist ja nicht die Erfüllung. Und da bist du letztendlich angehalten, zu überlegen und nachzudenken. Und das tust du hier mit Zwei der Stäbe. Zwei der Stäbe ist keine Aktionskarte. Zwei der Stäbe ist eine Karte, wo du, eine Energie, wo du hier letztendlich über deinen Zustand nachdenkst und sagst, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ja, und wir kommen nochmal hier drauf zurück. Die Kündigung kann in dem Moment, wenn du hier keine Entscheidung triffst, kann das aber eine Chance für dich sein. Ja, eine Chance in eine bessere Situation. Wir gucken mal, was es hier noch geht. Wir haben hier die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist zwar nicht deine Energie, aber du kommst in diese passive, direkte Energie. Das heißt, es könnte hier auch sehr gut sein, dass du hier schon mal gesagt hast, also ein bisschen mehr Gehalt wäre ja schön. Ja, aber du bist hier trotzdem noch nicht aktiv, sondern das ist alles hier eine Sache, die geht im Kopf ab, weil Schwertenergie ist Luftenergie und die befindet sich meistens als Gedanke im Kopf. Ja, und die Königin ist nicht eine, die voranprescht, sondern in der Regel, die weiß, was sie will, klar, keine Frage, aber erstmal geht diese Sache, schlechtes Gehalt, Arbeiterposition, geht erstmal im Kopf ab. Du bist hier mit Zwei der Stäbe und Königin der Schwerter, bist du hier direkt am Überlegen, wie kann ich diesen Zustand verändern? Und das ist hier ganz, ganz wichtig, ja, dass du dir letztendlich darüber Gedanken machst, ja, was tue ich jetzt und wie tue ich das und was möchte ich überhaupt? So, wir gucken, um was geht es hier denn noch? Diese Kündigung, die dir hier ins Haus flattern wird, die betrifft nicht nur dich. Ja? Wir haben hier drei der Münzen. Drei der Münzen kann auch mehrere Personen betreffen. Ja? Und es könnte sogar sein, dass ihr die Chance der Kündigung hier nutzt, um hier im Team etwas Neues zu erschaffen. Also das heißt, hier wenn hier mehrere Menschen gekündigt werden, du bist nicht die einzige Person, dass ihr hier euch zusammenschließt und etwas komplett Neues selber auf die Beine stellt. Das kann hier sehr gut sein. Und dass ihr hier die Kündigung sozusagen als Chance nutzt. Naja, wir wussten ja, wir waren ja schon immer hier mit schlechtem Gehalt versorgt. Ne? Verhandlungen waren nicht wirklich möglich, sind eher gescheitert, mehr schlecht als recht. Ja? Und dass dann hier diese Kündigung die Chance ist, sozusagen neue berufliche Chancen hier ins Leben zu rufen. So, eine Karte hätte ich dann bitte gerne noch für den Krebs.
So, wir haben hier 9 der Kelche. Das ist das, was ich gesagt habe. Die Kündigung, die ist nicht das Ende der Welt, sondern die Kündigung kann hier für dich mit, je nachdem, mit wem du hier in Kooperation treten möchtest, oder vielleicht möchtest du auch hier in deiner Wohnortnähe, bekommst du hier oder bekommt ihr hier einen neuen Job, dass du sagst, Leute, ich habe hier was Neues gefunden, wir suchen noch Mitarbeiter. Das kann alles möglich sein. Und dass du hier sozusagen endlich die Wunscherfüllung bekommst vom guten Gehalt, von einem guten Betriebsklima, von einer guten Stelle im Bereich der Position, die du dann hier einnehmen wirst. Und deswegen, also das ist hier ein Zustand, wo du beruflich hier nicht zufrieden bist, wo du aber die Kündigung als Chance siehst, um hier 9 der Kelche in deine Wunscherfüllung zu kommen, dass du endlich das bekommst, was dich im Leben beruflich glücklich macht, weil du hast es dir verdient. Dein Geburtsrecht ist es, glücklich zu sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du, wenn hier die Kündigung reinkommt, dass du hier nicht gleich sagst, um Gottes Willen, sondern dass du sagst, na Gott sei Dank, dann war die Entscheidung schneller, wie ich sie selbst getroffen habe. Ja, okay, dann ist es so. Hier geht es wirklich um die Annahme. So, genau. Seht ihr? Aktion. Hören Sie endlich auf, nur zu reden, handeln Sie. Also, das passt wieder wie Faust aufs Auge. Du bist hier in der abwartenden Situation, ja? Geh aber bitte hier in die Aktion. Es ist etwas durch die Kündigung, ja? Oder vielleicht hat da schon jemand wie die Spatzen vom Dach runtergechiept. Ey, es werden hier Leute gekündigt, ja? Und du sagst, okay, ich warte nicht erst, bis ich die Kündigung bekomme, sondern ich bewerbe mich gleich woanders. Das heißt also letztendlich, um auf deine Wunscherfüllung zu kommen, geh selber in die Aktion und komm ins Handeln. Coole Legung, muss ich sagen, lieber Krebs. Ne? Also es ist immer wichtig, dass man vorab schon mal guckt, okay, was chiepen die Vögel vom Baum? Ja, was sagt der Buschfunk und inwiefern kann ich für mich selber hier eine bessere Situation ins Leben rufen? Weil es möchte niemand schlechtes Gehalt haben. Eine Kündigung, wie gesagt, ist ein Neuanfang. Also kannst du davon ausgehen, dass letztendlich hier diese Situation sein durfte, um damit du besser bezahlt wirst, um ein besseres Betriebsklima zu leben, um wieder Freude am Beruf zu haben oder. Das kann eine Selbstständigkeit genauso gut sein wie ein neues Angestelltenverhältnis. Das liegt in deiner Entscheidung, was du gerne möchtest. Aber es ist hier, es wird, wenn du die Entscheidung nicht selber triffst, dann wird die Entscheidung für dich getroffen. Also egal wie auch immer, du wirst hier, die hier mit in Resonanz gehen, die werden hier definitiv einen neuen Job anfangen. Ne? Also meine Lieben, alles, alles Liebe. Hinterlasst mir gerne ein Abo, ein Like und ein Feedback. Ich freue mich sehr. Und wenn ihr möchtet, dass diese Legungen öfter mal kommen, dann teilt mir das bitte gerne mit. Okay? In diesem Sinne, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, eure Katrin.